Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück. Ja, hoffentlich mit Wir gutem sind wieder stark. Internet. Ja, hoffentlich dieses Mal mit allen vier Matchups. Ja, wäre schön. Machen Drei wir von vier alle ist keine vier. gute Quote. Ja, die Quote muss besser werden. Ja, schon. Naja, wir sehen auf jeden Fall Hardcore-Noobs gegen Biscuits in der Runde 5 unseres Swiss-Turniers. Hardcore-Noobs sind sich sehr einig, was sie spielen wollen. Ich hoffe natürlich, dass wir den allseits bekannten Blob sehen. Wir werden Ja. wahrscheinlich auch den Try von Butter sehen. Sorry, dass ich jetzt die ganze Comp spoiler. Aber eigentlich ist sie bekannt mittlerweile. Also Das stimmt. Hardcore Loops ist der Comp auf alle Fälle immer treu geblieben. Auf jeden Fall. Und generell Hardcore Noobs. Jeder kennt doch eigentlich inzwischen die Hardcore Noobs, oder nicht? Ich meine, ne? Ja. Gut, okay, man hat einen Welpenschutz, wenn man jetzt neu in der Community ist. Aber jeder, der schon mal hier war, müsste die Hardcore-Noobs kennen. Und das auf jeden Fall zu Recht. Ich meine, die Hardcore-Noobs sind klasse. Ja, also die sind so bekannt mittlerweile in der Community und auch deren Comp, würde ich mal behaupten. So, und beide Teams sind startklar. Game 1, Rainmaker auf der Steinköhlergrube. Ja, ganz, ganz viel Race und ganz, ganz viel Miss. Double Blob! Double Blob! Oh, Oha! ich liebe deren Comp so sehr. Ich glaube, da bin ich voll am Start. Ja. So. Weißlöscher. Wir haben gar keine Backline. War von hart genug zu erwarten. Biscuits hat aber dafür 96 auch interessante Zwei Waffenwahl. Down jetzt schon Drei Down. direkt! Oh, das ging Drei knapp. Down! Butter hat sich drei gesnackt! Ja, Butter macht seinem Namen wieder alle Ehre. Der hat den richtig eine gebuttert. Ja, auf jeden Fall erster guter Push von Hardcore-Noobs hier. Der Double Blob scheint sich wohl bezahlt zu machen und sie pushen weiter. Zuya konnte das ein zweites Mal gut stoppen. Oh, Ja, der Bomb sie. Rush! Oh, Oh. das ist ganz stark gewesen, ganz starker Pop hier. Sehr, Redwood sehr kommt nicht an stark. den Rainmaker ran. G versucht sein Bestes, hier nochmal die Ramp hochzukommen. Kann allerdings leider nur auf 33 pushen. Ja, ich wollte eigentlich noch mal was zu Biscuits sagen. Weil Biscuits hat in der deutschen Splatoon Ladder, die jetzt die letzten knapp 3 Monate gelaufen ist, relativ gut abgeschnitten, waren sehr lange ziemlich weit oben dabei. Ja, dementsprechend schön, sie jetzt auch endlich mal in Action zu sehen. Ja, also ich bin auch gespannt, wie das Ganze hier läuft. Zwei Down auf Seiten von Hardcore Noobs. Ja, das könnte jetzt ein guter Counterpush werden. Ja. Oh, der Red Vorlauf! Down. Aber Butter hat noch mal alles versucht. Und Leila holt die Lead. Ah, sehr ungünstig für Hardcore-Noobs. Ja, da hat sich Nida sehr gut vorgedrängelt. Ja, einfach durchgemogelt. Ja. Und Reh geht hier leider down. Kann leider keinen Pick holen. Und links sehen wir jetzt den Inkjet. Und der ist sehr gefährlich. Und der Rainmaker ist sehr weak. Wird auch rausgeholt von Berthold. Der Name. Ja. Oh, Bomb Rush Battle. Und den verliert Reh. Ja, die Hardcore-Noobs werden gerade ein bisschen zurückgedrängt. Ja. Nach einem guten Start sind sie jetzt eindeutig in der Bredouille. Ja, sie müssen gucken, dass sie da rauskommen. Also, das Der könnte Rainmaker sonst ist viel weak. werden. Berghold könnte gut abfangen. Oh. Und das ist nicht gut für die Hardcore-Noobs. Nur noch ein Block. Der Blümchen. aufgeholt wird. Schöner Pick hier von Reh Sehr und wichtig. das war jetzt auf jeden Fall erstmal der Push. Sehr, 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 sehr dominant hier gewesen von Biscuits. Und da macht sich auf jeden Fall schon mal bemerkbar, dass sie hier, warum sie so lange, sich so lange oben halten konnten in der DSL. Ja. DSL, das, was ich aktuell nicht so gut habe, ne? Ja, Missiles kommen raus gegen die Hardcore-Noobs von Biscuits. Und Hardcore-Noobs versuchen es weiter. Zwei Down allerdings. Zwei Reh Down. jetzt hier mit dem Bomb Rush gegen den Inkjet. Reh muss sich hier zurückziehen. Wird Oh, rausgeholt von wird Tsuyu. aufgeholt. Also die Biscuits verteidigen gerade enorm gut. Habe ich da richtig gesehen? Nein, also sehr gute Strategie tatsächlich hier mit dem Rainmaker runter zu droppen. Das erspart dir erstens
dass der Rainmaker oft in deiner Hälfte bleibt. Und zweitens, du hast eine definitiv niedrigere Respawn-Dauer, wenn du eben runterfällst. Wenn man selbstverschuldet stirbt, ist das meistens zeitsparend. Genau. Und wie man weiß, ist lange tot sein hier eindeutig ein Problem. Absolut, das willst du absolut nicht haben. Ja. Butter wird hier rausgenommen. Hol drei! Oh, jetzt fehlt nur noch der K-Shot. Oh, den kriegt er auch. Das ist der Quad. Und der nächste Push hier für Biscuits. Butter sieht hier ganz schlecht aus. Aber Reh konnte ihn zum Glück noch... Ja, rächen. Aber der Bomb Rush hat dir den Rainmaker gepoppt. Zu schnell, dass Reh hier irgendwas gegenhalten konnte. Berthold geht jetzt aber auch down. Ja, ein bisschen mehr als 30 Sekunden sind noch zu spielen. Und Hardcore Noobs liegt weiterhin zurück. Es sind zwar nur 2 Punkte, aber sie müssen natürlich erstmal da wieder hinkommen. Und das sah jetzt gar nicht gut aus für den T-Tech. War K-Shot. K-Shot. So, Tsuyo hier! Über Butter! Butter, der Regen hat natürlich eine sehr gute Sicht gegeben gerade. Ja. Butter wird aber. Da kommt der Bomb Rush. Ja, sie versuchen jetzt nochmal ihr Bestes hier, aber der Rainmaker wird so gut geguardet, da kommt er nicht ran. Schade. Ja, und damit geht Biscuits 1-0 ins Führung. Aber das Match war auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Gerade die Anfangsphase hat Hardcore Noobs sehr gut dominiert, wurden dann aber leider ziemlich stark zurückgepusht. Und ja, Biscuits hat dann alles dicht gemacht. 22 Kills hier von Berthold. Ich denke, das spricht für sich. Wer hier in dem Match der MVP war. Trotzdem, sehr gewagte Comp auch mit dem Double Blob. Ja, sie hatten leider das Problem, dass sie da nicht mehr reingekommen sind. Also, Anfang war super, super stark, aber die Aggression war einfach nicht hoch genug, um mal reinzukommen. Leider. Ja, als nächstes haben wir Herrschaft von der Seeigel Rockbühne. Interessante Map auf jeden Fall. Relativ schwierig in meiner Meinung nach einem Wipe wieder reinzukommen hier. Also wichtig ist, dass man hier nicht gewiped wird. Was relativ oft leider auf der Map passiert. Also du kannst sie relativ einfach einen Lockout bekommen. Ja, das darf man echt nicht unterschätzen, wie schnell man hier einzeln weggesnackt werden kann. Ja. Und man kommt wirklich unfassbar schwer ins Game zurück, wenn das passiert. Also das erfordert, glaube ich, teilweise gefühlt Glück. Nicht nur Teamplay, weil das Positioning ist einfach teilweise unmöglich, um wieder reinzukommen. Ja, es ist sehr schwierig. Meistens versucht man es dann über die Flanks. Die muss man besonders watchen, dass da halt keiner kommt, rechts und links. Also ich denke, die Hardcore Noobs werden nicht bei Double Blob bleiben. Also es ist zumindest eine Vermutung. Auch wenn es sich auf Zone... Was? 2 Tries kann ich mir vorstellen. Ja, 2 Tries funktionieren eigentlich in der Regel immer. Ja, ja, aber ich glaube, auch wenn Zones relativ gut ist für Blob, denke ich nicht, dass sie hier weiterhin Double Blob bleiben. Wenn doch, dann, mad respects. Ja. Bin ich auf alle Fälle gespannt, was wir sehen. Ja. Und da ist nur noch ein Blob. Sehr aggressive Comp, aber auf der anderen Seite Double Inkjet, Armor, Bomb Rush. Auf der anderen Seite Double Armor, Bomb Rush und Missiles. Ja, ich weiß nicht, ob Double Inkjet so gut ist. Ja, Band Double der Map. Inkjet könnte hier nach hinten loslaufen. Aber schon auf beiden Seiten einer down. Ja. So eine hart umkämpft. 2 down bei Biscuits. Das nutzen Hardcore Noobs jetzt natürlich voll und ganz aus. Ja. Oh, schöner Inkjet-Schuss. Blümchen hier von einem Inkjet direkt aus dem Leben genommen. Aber Butter hat hier noch Spaß drin, kriegt 2, kriegt den dritten leider nicht mehr. Und damit geht erstmal die Zone an Biscuits. Ja. Mal sehen, was Hardcore Noobs jetzt tun, dass sie wieder reinkommen. Weil sie sind jetzt schon ein bisschen zurückgedrängt. Aber Butter am Flanken...
Die wird rausgeholt. 3 gegen 4 Situation. Bomb Rush kommt jetzt rein. 2 Down jetzt aber. 3 Down auf der Seite von Hardcore Noobs. Das ist nicht gut. Nur noch der Blob. Und der hat ein ganz, ganz schwieriges Spiel gegen diese Waffen. Kriegt aber einen Kill. Trotzdem 2 Down wieder. Ja. Auf der Seite von Hardcore Noobs. Das ist nicht das, was man sich wünscht. Zumal sie jetzt wirklich langsam rein müssen. Die haben nicht mehr viel Zeit. Biscuits sind doch hier am Special Saven. Ich glaube, ja. Jawohl, jetzt kommen sie rein. Kriegen den Zone Cap. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr gut gespielt. Ihr habt Biscuits zu lange gewartet, denke ich mal. Schöner Inkjet Direct once again. Blümchen hat kein Glück mit den Inkjets heute. Schöner Doppel von Eludia. So, hart genug ist jetzt wieder. Im Spawn-Bereich. Rehe hier mit dem Überraschungsangriff. Der hat gesessen und da kommt jetzt auch der Bombosch raus. Bisschen zu aggressiv, wahrscheinlich für seine Waffe. Trotzdem konnte er seinem Team hier den Cap besorgen. Der Cap war auch wirklich wieder wichtig. Also, hier zählt gerade jede Sekunde. Absolut. Wo der Counter nicht runtergeht. Butter wurde ordentlich weggepfeffert. Butter wieder am Flanken, wird aber von Lila. Ja, Bomb Rush kommt jetzt rein. Für Hardcore Noobs. Once again, Zone kommt. Neutral. Butter sieht den Flank hier, kriegt den Kill, wichtig. Und 2 Down jetzt auf der Seite von Biscuits. Und das könnte jetzt deren Chance sein. Lassen sie entwischen. Halb so wild. Sie haben jetzt auf jeden Fall erstmal Control und können ein bisschen abarbeiten. Reh geht leider down. Ja. Da geht die Armor raus von Biscuits. Butter sehr weak, muss jetzt hier warten. 2 Inkjets. Das ist natürlich schwierig gegenzuhalten. Ja, es sind auch schon leider wieder 2 Down auf Seiten von Hardcore Noobs. Ah, Butter hier in der Bedouille. Und geholt. Ja, aber Hardcore Noobs konnte sich auf jeden Fall gut zurückkämpfen auf 49. Ja. Biscuits hat jetzt aber nur noch wenige Strafpunkte vor sich und 3 gegen 3 Situationen. Die Missiles! Ganz schön viele Missiles hier auf Tsuyu. Aber weiter einer down von Hardcore Noobs. Trotzdem, der Bomb Rush, der kann es hier vielleicht retten und sie haben die Zone! Der hat gerade einiges hier gesaved. Ja. Das müssen die Hardcore Noobs jetzt auf jeden Fall als Chance freihalten. Und schöner Double Kill von Butter. Also, Butter legt jetzt richtig los. Und die Hardcore Noobs sind am Färben, am Painten. Die Map Control ist gerade dementsprechend auf deren Seite. Ja. Und die Strafpunkte sind jetzt auch wieder abgebaut. Das heißt, Hardcore Noobs kann weiter Punkte ausbauen. Allerdings Bomb Rush jetzt von Biscuits. Und 2 Down auf der Seite von Hardcore Noobs. Und das ist die Zone, denke ich, für Biscuits. Oh, wobei Redwood kann ordentlich gegenhalten. Und das ist sogar noch der Cap. Wahnsinn, wahnsinnig gegengehalten. Ja, unfassbar gut. Aber oh, da ist der Wipe. Ja. Wipe ist fatal, darüber haben wir geredet. Hardcore Noobs hat nicht viel Zeit, um jetzt wieder reinzukommen. Zumal das Match auch nur noch eine halbe Minute geht. Ja, also Hardcore Noobs muss jetzt hier ein bisschen, ich sag mal, einen Sprint einlegen. Ja. Sonst wird das ein bisschen knapp. Ray wird hier geflankt, kriegt aber den Kill noch. Ganz stark mit Bande gespielt. Boah, und dann kriegen auch die Hardcore-Noobs trotz des Wipes noch die Zone. Ja. Der Keks ist noch nicht. Und dann nochmal mit einem schönen Kill. Ja, die wollen hier auch was vom Kuchen abhaben. Ja, also eindeutig. Und jetzt noch einer da. Einer von Biscuits. Die Overtime. Strafpunkte sind abgebaut. Da kommt der Inkjet raus. Hardcore-Noobs aber trotzdem noch. Hat die Zone. Blümchen painted. Da kommt auch der Bombosch rein. Blümchen wird gekillt. Butter hier. Kann es es holen. 3 gegen 3 Situation. Sie müssen nur noch die Zone halten. Die Arme und Inkjet. Und das ist die Lead. Ganz, ganz starkes Comeback von den Hardcore Noobs. Was strong, ein Match. Strong, strong. Oh mein Gott. Trotz Wipe sind sie einfach zurückgekommen. Sehr, sehr schön gemacht von den Hardcore Noobs. Bis zur letzten Sekunde die Ruhe bewahrt und das hat sich ausgezahlt. Ja, also da sieht man wieder, man darf es echt nicht unterschätzen.
Absolut. Wipe hin oder her, das ist kein gewonnenes Match. Hardcore-Noobs haben hier bis zuletzt alles gegeben und wurden dafür auch belohnt. Ja. Das wollen wir sehen. Ja, als nächstes sehen wir Muschelchaos Halbotarten. Eine Map, wo der Blob, denke ich, auch wieder ganz gut Arbeit leisten kann. Ja. Ich glaube, ein bisschen schwächer für den Try, weil es relativ schwierig ist, sie hier zu flanken. Ja, und du bist doch da, ne? Oh, ich hatte gerade ein bisschen Lags, aber es ist okay. Okay, gut. Ich hatte jetzt schon wieder Angst. Mein Internet soll nicht wieder abbrechen. Da kommt ja die Angststörung raus, dass das Internet wieder verschwindet. Aber nein, das lag, glaube ich, kurzzeitig an mir. Gut, okay. Puh. Ich habe schon PTSD, Raffi. Ja. Das nach eben sowieso alles wieder verstärkt. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir hier auf dieser Map einen Tent sehen. Singleplay wird es bestimmt auch geben. Ich meine, es ist also, Port Mackerel. Ja, es ist Port Mackerel. Also ich denke auch, also ich fände es schön, wenn wir jetzt noch einen Tent oder sowas auf jeden Fall zu sehen bekommen. Auf jeden Fall. Oder wir sehen wieder 50-52s und dann ist das Game auch 50, vergessen. 50-52s und 50 Missiles, hoffentlich. Genau. Wieder Weltkriegsstimmung. So. Muschelchaos auf Port Mackerel. Da haben wir schon mal eine 52. Und auf der anderen Seite die 50 Missiles. Ja, hat man noch Double Missiles? Ich denke, keine schlechte Idee. Der Map sind Missiles relativ gut. Ja, also die Specials passen. Aber zwei Down auf Seiten von Hardcore-Noobs ist kein gutes Opening. Auf jeden Fall, sehr gutes Opening, aber dafür für Biscuits. Ja, also die haben jetzt schon die Chance für den ersten Push. Ja, und wir sehen jetzt hier Illudia hier mit der Big Clam. Leider auf beiden Seiten jetzt einer Down, das heißt, der Push wird nicht wirklich weitergeführt werden können. Ja. Sie werden wieder ein bisschen zurückgedrängt. Ja. Sie haben zwar immer noch Mid-Control, jetzt kommt aber der Bomb-Rush, der wird sie zurückziehen. Oh, und die Missiles. Ja. Und der Inkjet jetzt gegen eine Armor, das ist natürlich schwierig für jeden Inkjet-User. Ja. Gegen der Armor hat leider nicht den Kill bekommen. Trotzdem einer down jetzt bei den Hardcore-Noobs. Und Biscuits. Schöner Kill hier von Illudia. Biscuits hier wieder in einer sehr guten Position. Oh, nächster Kill. Fallen gerade zu. Ja, und das ist ein Delayed Wipe. Ja. Oh, Suyu hat verworfen. Och, und Butter kann das punishen, aber richtig. Mein Gott. Butter hat gerade mehr als nur gepunished. Das ist ärgerlich. Also Illudia last und macht Backup, richtige Entscheidung. Oh. Ja, auf alle Fälle. Also hier sollte man auch nicht gewiped werden. Aber hier hat Butter gerade alles getan, um das Schlimmste zu verhindern. Auf jeden Fall. Push von 59 ist noch nicht die Welt, aber es tut natürlich trotzdem weh. Ja, also mir hätte das sehr weh getan. Oh, Missile Kill. Zwei jetzt down. Butter kriegt den nächsten Kill. Ah ne, never mind. Sein Mate wurde gekillt. Butter jetzt alleine, verwirft die Clam und das war der Push. Und Illudia, wie Illudia da die Missiles gedodged, das sah auch interessant aus. Also Hier wird einiges getan. Ja. Um hier nicht von Missiles zu sterben. Ist aber auch schwierig gegen Double Missiles, vor allem mit so einem Missile-Spam. Ja. Ja, also. Hardcore-Noobs hat sich das von uns abgeguckt. Die haben das Match einfach gesehen. So, Hardcore-Noobs ist gerade ein bisschen in die Goal-Area zurückgedrängt. Ja, sind jetzt aber eher auf dem Vormarsch. Missiles sind natürlich ein guter Indikator, wo die Gegner sind. Ja. Butter geht jetzt durch die Mitte, versucht sich hier eventuell ein, zwei Kills zu ersneaken. Findet aber keinen. Jetzt aber einer down. Zwei aber bei Hardcore-Noobs. Butter kriegt zwei Kills. Sehr schön gemacht. Butter ist wieder am Rumbuttern. Ja. Wird aber gepickt. Ja, ein Blümchen hat jetzt umsonst die große Muschel genommen.
Hat gehofft, eventuell zu jumpen, aber es hat es dann leider nicht geschafft. Ja. Dafür kann sich Hardcore jetzt die Map Control holen. Biscuit jetzt ein bisschen eingeengt an der Goal Area. Und das könnte jetzt zu einem Push-Versuch eventuell kommen. Redwood hat jetzt die Big, läuft jetzt aber relativ in eine Sackgasse. Blümchen versucht's auch, aber sie sind noch zu zweit und. Blümchen ist last mit einer Big, das heißt, alle wissen, wo der letzte Spieler ist. Und Blümchen entscheidet sich auch gut und retreatet aus der gesamten Situation. Auf jeden Fall. Schöner Pick hier. Wieder nur noch drei bei Biscuits. Schöne Bombe hier auf Butter. 3 gegen 3 Situationen, nur noch 1 Minute zu spielen. Ja, und Hardcore Noobs hat hier ein kleines Problem. Sie sind langsam im Zugzwang. Ja, sie kommen langsam in Zeitstress. Also, es wird eng. Butter siegt sich durch! Das ist zumindest die erste Clam, aber sie brauchen Follow-up. Ja. Ohne Follow-up wird das ein bisschen schwierig. Redwood kriegt noch 2 rein. Reh kriegt auch noch ein bisschen was rein. Blümchen versucht's, aber Blümchen geht auch down. Das ist der Delayed Wipe. Und das ist nicht die Lead für Hardcore Noobs. Das ist nicht gut für sie. Jetzt kann Tsuyu wieder gegenschlagen. Oder auch nicht. Wird aber von Redwood gerade gepunished. Der von Berthold gepunished wird. Der wiederum von Blümchen gepunished wird. Illudia konnte Reh punishen. Und ja, das ist hier ein Schlagabtausch vom Feinsten, aber Hardcore Noobs braucht dringend eine große Supermuschel. Ansonsten war es das und das sieht nicht gut für sie aus. Und ich glaube, das ist Game. Schöne Bombe nochmal von Illudia. Das war Game. Ja, und damit geht Biscuits 2-1 in Führung. Man sieht aber wirklich, die Teams sind wieder, ich sag mal, wirklich ausgeglichen. Man hat wirklich spannende Runden. Beide Teams haben hier die gleichen Chancen. Und beide Teams spielen auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also, man kann hier wirklich alles sehen. Absolut. Ja, once again, ein sehr, sehr schönes, spannendes Match. Es gibt einen Austausch bei Biscuits. Interesting. Oh ja. Indeed, Ingrid stimmt dir zu. Ja, das ist ein super starkes Match. Super spannend zu sehen. Ja, also ich finde das Matchup hier ist auch wieder, genauso wie das davor, wirklich sehr, sehr spannend. Noch eine Auswechslung. Okay. Ja, bei Biscuits weiß ich, dass das Match noch nicht vorbei ist. Ich weiß es nicht. Ja, und kein. Ja, wir werden es sehen. 2 Minuten haben sie. So. Wenn die Zeit 14 schlägt, dann wartet die Runde ohne den vierten. Oh, aber jetzt tatsächlich eine ziemlich interessante Auswechslung. Derjenige mit den 22 Runden, ich habe den Namen vergessen, in der ersten Runde, mit den 22 Kills in der ersten Runde, mein Gott. der ist leider ausgewechselt worden. Aber ich denke, Biscuits wird weiterhin trotzdem selben Level spielen können. Ich denke auch. Also, selbst wenn jetzt so ein Spieler ausgewechselt wird, das hat nichts zu heißen. Also, man darf das nie unterschätzen. Jede Comp hat seine Stärken und Schwächen. Ja. Und alle im Team sind meistens relativ gleich stark. Da bin ich jetzt auf alle Fälle gespannt, was wir anstatt hier von Berthold, hieß er doch, oder? sehen. Dann Berthold hieß der Junge. Berthold, der gute Junge. Oh, mein guter Freund, der Berthold. ja, beide Teams sind sich anscheinend noch nicht so sicher, was sie spielen wollen. Ja, irgendwie ist da keine Einigkeit. Ja. Na gut, okay. 45 Sekunden haben sie ja auch noch. Also, da rennt er nicht weg. Wobei, die Hardcore-Dudes wurden sich jetzt sehr schnell, sehr einig. Ja, das ist gut. Schneller als erwartet. Ja. Was kann man denn zur nächsten Map sagen? Turmkommando auf Ray.
Ray, auf dem Kofferfischlager. Wie du gerade gesagt hast, es geht basically hier darum, wer hat die schnellere Ray. Ja. Und es ist generell eine sehr, sehr schwierige Map, weil hier kann es ganz, ganz schnell passieren, dass man in seinem eigenen Spawn gefangen wird. Ja, also das ist leider eine der wenigen Maps, wo man gespawntrapped werden kann auf höchster Stufe. Gespawntrapped ist noch untertrieben. Ja, also das ist wirklich, eigentlich kannst du gar nichts mehr machen, wenn du richtig zurückgefängt bist. Das ist sehr schwierig, ja. Das ist quasi, du respawnst und der Gegner ist eigentlich direkt vor deinem Gesicht. Vor allem im Turmkommando, wo halt, Turmkommando ist relativ schwierig hier, weil die Leute, die den Turm, fahren, die bekommen zusätzlich noch extra Special-Punkte, dadurch, dass sie einfach den Turm haben. Und wir bleiben sehen weiter in den Blob. Doppel-Heavy und ein Dynamo. Sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Wechsel, also von einem Junior auf einen Dynamo zu wechseln. Eine sehr langsame kommt dadurch jetzt. Ja, also, Biscuits hat jetzt an Aggressionen verloren, aber wer weiß, vielleicht setzen sie auf ihre Verteidigung. Ja, der Dynamo kann auf jeden Fall von oben ordentlich Damage machen und das hat man jetzt auch gerade gesehen. Einer down jetzt bei Hardcore Noobs. Der Bombrush konnte aber einen guten Pick holen jetzt. Zwei gegen eins, schön gemacht hier von den Hardcore Noobs. Und Tsuyu guardet jetzt so ein bisschen die linke Seite in der Hoffnung, dass da kein Flank kommt. Wurde jetzt aber voll misselt. Ist ja eine Bredouille. Re geht down. Blümchen hier gegen Tsuyu. Und aber wir sind jetzt. Geht down von beiden. Schöner Pick hier von Illudia. Illudia dachte sich so, nö, du hast zu spät. Ja, und währenddessen pusht Layla einfach mal. Hat den ersten Checkpoint geknackt. Ich meine, warum nicht? Anscheinend haben die Hardcore-Noobs das Ganze zugelassen. Erster Checkpoint ist somit schon weg für Biscuits. Die Missiles sind natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Für Dynamo und der Bombrush erst recht. Schöner Pick hier von Reh. Ja, der Bombrush wurde hier gerade perfekt eingesetzt und der K-Shot ist last. Ja. Redwood ist jetzt schon kurz vorm Spawn. Oh, aber Blümchen wurde geholt. Der Tower ist ins Stocken geraten. Und Reh versucht sich jetzt noch rauszuwurschteln. Und hat es tatsächlich geschafft. Oh, Redwood hat hier den Spaß seines Lebens, muss jetzt aber leider retreaten. Ja, also Redwood war gerade ein bisschen in Partylaune. Redwood hat gerade richtig Bock gehabt. Und da kommen jetzt auch die Ray. Bisher allerdings noch sehr. Naja. Sehr offenes Match. Ja. Hardcore Noobs hat einen leichten Vorsprung, aber auf der Map hat das nichts zu heißen. Oh, Lila geht flanken. Ja. Ist hinter Hardcore Noobs. Aber. Kriegt den Double Kill! Aber Redwood hat auch noch mitzureden und kriegt hier auch zwei. Ja, also. Wird auch von Tsuyu genommen. Tsuyu ist aber am Retreaten, beziehungsweise hält sich ein bisschen zurück. Spielt ein bisschen auf. Vorsichtig. Ja, wurde hier fast von Regel getroffen. Und Tsuyu ist out of ink. Ja. Die Mitte ist gerade hart umkämpft. Oh, jetzt kommt Butter. Butter hat Tsuyu auf den falschen Fuß erwischt. Und da gibt es eine Armor. Und da gibt es den nächsten Push für Hardcore Noobs. Butter kriegt den Trade gegen Lila. Sehr wichtiger Layla. Trade. Die Aggression ist damit bei Biscuits sehr gering. Ja. Und Hardcore Noobs kann weiter pushen und kann ihre Lead extenden. Drei down jetzt. Re last. Just den Bombrush, um sich hier zu retten. Wird aber von Lila erwischt. Da haben wir den Wipe. Trotzdem konnten sie sich den zweiten Checkpoint schnappen. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Hardcore Noobs ist jetzt gespawnt. Layla wurde schon erwartet hier. Ja. Und wurde auch gekillt. Schöner Kill von Redwood. Hier wurde der Push ein bisschen denied. Die Stingray kommt trotzdem noch raus. Ist aber down. Reh hier gegen die Nord kriegt den Kill. Sehr wichtig auf jeden Fall. Ja, und Hardcore Noobs hält das hier sehr solide. Ja, also die Verteidigung steht.
Ja. Auf voller Leistung. Und der Angriff ist auch okay. Ja, sie sind auch schon wieder am Angreifen. Mhm. Um wahrscheinlich die Punkte noch ein bisschen zu steigern. Ja, und das tun sie auch. Und jetzt sind sie schon nah am nächsten Checkpoint dran. Hardcore-Noobs hier sehr, sehr, sehr dominant. Aber keiner ist auf dem Tower. Ja, sind sie sich ein bisschen uneinig. Und das ist der letzte Checkpoint, oder? Ja, das ist der letzte Checkpoint. Der letzte Checkpoint ist durch. Wir jetzt hier noch mit dem Bomb Rush. 2-4 Situation. Redwood hat noch das mal Wipe. Lila mitgenommen. Aber sehr, sehr stark. Ja, alle Checkpoints sind durch. Die Biscuits haben allerdings noch zwei ganze Checkpoints und wir haben nur noch 10 Sekunden auf der Hardcore Noobs darf hier jetzt nichts überstürzen. Sie haben alle Zeit der Welt. Butterweed wird hier flanken. Ah, sehr ungünstig mit der Armor. Kriegt keinen Kill. Damit sind sie 3-4 Situation. 2-4 Situation. Hardcore Noobs ist zu schnell reingegangen. Jetzt kriegen sie auf jeden Fall den Checkpoint. Redwood hier versucht den Kill zu kriegen. Butter geht auf den Turm, wurde abgehalten, Butter ist tot und sie sind am letzten Checkpoint. Lila noch auf dem Turm und das ist Game. Redwood hat sehr schön geflankt von hinten, das war sehr wichtig. Das wäre fast noch das Comeback geworden. Ja. Und damit hat Knoops mit ihrem nächsten 2-2. Hat Knoops aktuell sehr, sehr oft im Ausgleich. Haben letzte Runde gegen Infinity 2-2 gespielt. Haben davor gegen Tentaclexer 2-2 gespielt und gegen Hypnose 2-2 gespielt. Also Hardcore Noobs ist gerade sehr sehr, sehr in Unentschiedenslaune. Man muss auch wirklich sagen, das haben sie jetzt sehr, sehr stark gespielt. Ja. Also beide Teams natürlich. Aber gerade jetzt im letzten Match muss ich sagen, dass die Hardcore-Noobs stark im Angriff und auch in der Verteidigung waren. Am Ende war es allerdings ein bisschen brüchig, ne? Ja, das war schon sehr knapp. Also das war wirklich knapp. Das hätte echt nochmal anders ausgehen können. Aber ansonsten sehr, sehr spannende Matches. Absolut. Das war ein sehr, sehr schönes Set zu sehen. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Zuki. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu kommentieren. Ich kann dasselbe nur zurückgeben. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir gehen in eine Pause und man sieht sich in Runde 6. Have fun!